Und das ist halt auch so ein Punkt. Heutzutage hat man ja wirklich sehr wenig sowas, so Kurzgeschichtensammlungen und Ja, so. das stimmt, finde ich auch sehr, sehr schade. Weil ich meine, gerade so Kurzgeschichten sind teilweise schon richtig super. Ja, vor Und allen Dingen das kann ist man halt. die mal eben so lesen. Ja, das Na, ist auch irgendwie. nichts Langes, sondern mal schnell tülülü runterrattern und passt. Wenn man irgendwie eine halbe Stunde mit der Bahn fährt oder so, dann liest halt mal eine Geschichte und nicht eben hier ein 300 Seiten dickes Buch. 300 Seiten, was liest du für kleine Bücher? Ja, gibt es ja. Ja, ich weiß. Ich finde Aber das ich halt immer meine. nur schlimm, dass die Bücher halt immer so dick sind. Irgendwie nervt das. Ja. Weil du Aber kannst sie. ich muss sagen, ich würde mir niemals so ein Kindle oder sowas kaufen. So Nee, diese. nee, nee. Aber das hatten wir auch schon mal das Thema. Ja. Nee, also wie gesagt, das ist auf alle Fälle ein Buchtipp-Ding, würde ich jedem geben. Das könnte man wirklich mal lesen. Das ist echt interessant. Ja, aber ich glaube, man sollte auch für das Buch nicht ganz so jung sein, oder? Ach doch, das ist da, also nicht ganz so jung, ist jetzt je nachdem, aber also wie gesagt, so extrem krass finde ich jetzt die Gewaltdarstellung da drin nicht und es ist halt einfach nur, also man sollte sich auch für solche etwas futuristischen Sachen interessieren, ne? Weil es ist halt alles ein bisschen ein futuristisches Setting einfach. Ja, das ist schon klar. Wenn man damit überhaupt nichts anfangen kann, würde ich es auch nicht empfehlen. Ist halt alles ein bisschen weit hergeholt dann, ne? Ja, du hast halt auch wirklich, du siehst halt auch die verschiedenen Anschauungen der einzelnen Autoren dann halt auch mit, ne? So, ja. So in der Welt von dem Autor haben sich die Leute so ein bisschen schon dran gewöhnt. Da ist es halt wieder anders. Dann hast du Leute, also dann gibt es auch noch ein Kapitel, da geht es um so ein paar Terroristen praktisch, die halt gegen dieses Todesmaschinensystem kämpfen. Okay. Mehr sage ich jetzt dazu auch nicht, ne? Weil man soll es ja irgendwann auch noch selber lesen, wenn man will, vielleicht. Du Schaf, geh von der scheiß Tür weg. Ich will hier raus. Dann, was gab's noch so? Ja, dann so ein bisschen so diese Cliquenbildung so an der Schule praktisch so. Ja, was hast du für eine Todesursache? Ja, Suizid. Oh, voll uncool. Ich sterb bei einem Raubüberfall. Hey, total cool. So, dann dadurch halt so ein bisschen so diese, das sind die coolen Leute, ne? Ja, aber es ist So. auch irgendwie ein bisschen gruselig, wenn man weiß, wie Es man ist. stirbt, oder? Es ist gruselig und es ist schon auch echt makaber, ne? Und man denkt sich halt dann auch so, ja, wenn ich weiß, ich sterbe bei einem Autounfall, werde ich nie wieder Auto fahren, ne? Zum Beispiel. Und Ja, auch gut. nie mehr in die Nähe von der Straße gehen oder ähnlichem, ne? Ja, Und dann das ist sage ja ich jetzt einfach unmöglich. mal irgendwo ein Frachtflugzeug, wo Autoteile mit transportiert werden, geht in der Luft kaputt, wird von Terroristen gesprengt, was weiß ich, ne? Und du wirst von so einer Autokarosse erschlagen. Also nach diesem Sinne würde diese Maschine funktionieren von der Aussage her, ne? Ja, ich finde das schon sehr gruselig. Also ich würde zum Beispiel auch niemals wissen wollen, wann ich sterbe. Also wenn man irgendwie mal die Möglichkeit hat, sowas rauszufinden, ne? Irgendwie durch, was weiß ich, Durch Orakel Bluttest. oder was weiß ich, ne? Sagen wir einfach, bleiben wir einfach mal beim Bluttest. Sagen wir einfach durch den Bluttest. Ja, und das sagt euch das Datum, wann ihr sterben werdet. Das würde ich niemals machen. Das würde, glaube ich, das ganze Leben so verändern. Ich gehe jetzt zum Bungee-Springen. YOLO. YOLO! Ich weiß ja, ich hab es in 10 Jahren zu sterben. Ja, aber man muss ganz ehrlich sein. Man denkt sich dann so, okay, ich sterbe in 10 Jahren, ne? Also jetzt so, weil wir gerade so schön bei dieser Was-wäre-wenn-Theorie sind, ne? Ja. Ich sterbe in 10 Jahren, passt, ich gehe zum Fallschirmspringen. Tüdelüdelü, springst mit dem Fallschirm, irgendwo ein Unfall, ne? Liegst 10 Jahre noch im Koma und stirbst dann, weil die Maschinen abgeschaltet werden. Ja, grät. Jetzt. Scheiße gelaufen, ne? Also, das ist halt immer so Sachen, also gerade falls es sowas irgendwie gehen sollte oder ähnliches, ne, sollte man auch immer alles mit Vorsicht genießen. Definitiv. Deswegen ist es schon besser, wenn man es nicht weiß. Aber ja, das ist, glaube ich, auch eine Einstellungssache. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die das durchaus wissen wollen. Oder wissen wollen würden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses Morbide, ne? So, ja, Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre schon interessant, das Ganze zu wissen. Ja, schon, klar, es ist interessant, aber du musst halt wissen, inwiefern hat das denn Auswirkungen auf dein Leben bisher oder auf dein bisheriges Leben, ne? Das ist auch wieder. Und es ist halt auch so die Sache, wenn du irgendwas weißt, was passieren wird, was passieren könnte, wird es vielleicht erst dadurch, dass du es weißt, ausgelöst, Ja, ne? genau, das ist auch wieder so diese Was-wäre-wenn-Geschichte. Hm?
Was sagt ihr denn dazu, Leute? Würde mich echt mal interessieren. Also, es ist ja wirklich ein spannendes Thema. Es ist ein sehr tief philosophisches Thema, wenn man es genau nimmt. Ja, ach, philosophisch würde ich gar nicht sagen. Ich finde, das ist einfach so eine. Gerade so philosophisch, so dieses ganze Was-wäre-wenn-Philosophie-mäßiges Zeug. Ja, gut, aber ich finde halt eher, dass das halt so was von der persönlichen Einstellung einfach ist. Ja. Würde man es wissen wollen oder würde man es eben nicht wissen wollen? Ja, der Punkt schon, ja. Okay. Ja. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es uns mal in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren. Auch nicht diskutieren. Da können wir auch mal ein paar Unterhaltungen führen über in den Kommentaren, ne? Ja, also auf sowas hätte ich auch echt mal Bock. Würde mich auch wirklich, wie ich schon dreimal sagte, sehr, sehr interessieren sogar. Weil eigentlich ein gutes Thema gefunden schon, ne? Ja, aber das ist auch ein Thema, mit dem man sich, glaube ich, auch mal gut mit Freunden unterhalten kann, wenn man sich mal so in einer bisschen größeren Gruppe zusammensetzt. Irgendwie und dann sowas mal anschneidet. Kommt immer drauf an, in was für einem Kreis es ist. Wozu findet gerade das Treffen statt, ne? Ja, gut. Ich glaube, es könnte ein ziemlicher Partybreaker sein. Ja, natürlich, aber wenn man irgendwie mal ein gutes Kneipenthema braucht oder so, weil all die Leute alle da sitzen und sich denken, Party down. Ja, gerade dann finde ich das ganz cool, dass man mal so eine Diskussion anregt und mal sagt, so Leute, wie schaut's denn bei euch aus? Lass mal was hören, ne? Und wenn die Leute da auch Bock drauf haben, dann kann man da, glaube ich, einige geile Dinge rausholen. Auch einige nette Anschauungen vielleicht auch rauskriegen, ja. Ja, weil ich glaube, da beharrt jeder ganz, ganz stark auf seiner persönlichen Meinung. Ich meine, man kann ja auch keinen dazwischen reden. Du kannst ja nicht sagen, nee. Nee, das ist falsch. Das geht ja gar nicht. Ne? Du bist ein Noob. Ja, wo ist hier die Workbench hin? Und solche Situationen finde ich halt sehr, sehr interessant. Also wo man nicht pauschal sagen kann, nein, das ist falsch, sondern dass das einfach so eine Einstellungssache ist. Deswegen finde ich zum Beispiel Musikunterhaltung sehr, sehr interessant. Weil keiner kann sagen, ne, das stimmt ja gar nicht. Also zumindest nicht, wenn du sagst, ich finde, das ist gut, das und das ist schlecht, dann kann nicht der andere kommen und sagen, nein. Nein, das stimmt so nicht. Ja. Hip-Hop ist scheiße. Ich meine, ist das auch, aber das ist meine Meinung. Kann man sich auch drüber streiten. Ich muss sagen, ich hatte ja auch mal eine Zeit lang, okay, jetzt oute ich mich, pass auf. Gibt es ja genug Leute, die machen so WoW-Hip-Hop-Lieder praktisch, mehr oder weniger, ne? Kann sein. Hab ich wirklich mal ein bisschen was gehört. Das fand ich eigentlich damals auch ziemlich lustig. Hat mir auch ziemlich Spaß gemacht. Und man muss sagen, Hip-Hop ist ja im Grunde auch so ein bisschen dieses, also der, vom Musikstil her, so dieses mit dem System umgehen und so weiter, ne? Also von dem her würde ich so gar nicht sagen, Hip-Hop ist scheiße, sondern es ist halt einfach, ich komme mit der Art der Problembewältigung, die es darstellt, nicht klar vielleicht, ne? Das könnte man so sagen. Ich kann einfach von mir sagen, ich mag es einfach nicht. Ja, ich mag es auch nicht, aber... Und dementsprechend finde ich es einfach scheiße. Also gerade so dieses ganze Assi-Hip-Hop-Gezeugs da... Gangster-Rap und sowas, okay, das ist wieder eine andere Geschichte. Also das... Ja, aber das hat für mich eine Zeit lang den Hip-Hop irgendwie definiert, weil irgendwie gab es doch eine Zeit lang echt nur sowas, oder? Ja, Sido mit dem Arschfick-Song oder was hat man noch? Was gibt's da noch? Mein Bruder hat sowas gehört, beziehungsweise hört sowas immer noch. Deswegen, weißt du, dann diese tollen hier, warte, was ist das? Das ist aktuell. Chabos wissen, wer der Babo ist. Yeah, voll cool. Das ist eigentlich ein Hip-Hop-Song? Nein, keine Ahnung, es ist irgendeine Aussage von irgendeinem Hip-Hop-Typen. Ah, okay. Ich kenn bloß also so ungefähr 12 Millionen YouTube-Videos dazu. Keine Ahnung, ich weiß nicht, also ich hab das mehr oder weniger auch in einem YouTube-Video mehr so gesehen gehabt damals, ne? Dieses Chabos wissen, wer der Babo ist, so irgendwie, ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das von diesem Rapper, Hip-Hopper, ich weiß nicht, ist das ein Rapper, ist das ein Hip-Hopper? Ist ja egal, Haftbefehl oder so heißt der, glaube ich. Okay. Aber nur vom Namen her wird. Ja, da gibt's ja auch 100.000 Typen und die haben ja alle irgendwie so einen Namen, so weißt du, so, ja. Gibt's so die Legende, Tupac, wo immer noch Lieder rauskommen, obwohl er erschossen wurde und frag mich nicht, was es sonst noch gibt an Rappern. Ja, ich weiß es auch nicht. Der coolste Rapper, den es gibt, ist Parappa the Rapper. Was? Parappa the Rapper. Okay. Das ist ein Spiel. Das ist für PlayStation, da geht's irgendwie darum, du musst halt so in einem bestimmten Rhythmus dann deine Knöpfchen drücken und wirst danach bewertet und das ist irgendwie voll seltsam. Okay. Kannst du mir mal eben einen Gefallen tun? Kannst du mal Askandra anschreiben? Er hat mir gerade irgendwas geschrieben, das soll er dir doch bitte mal schreiben. Verstehst du?
Okay. Weil ich kann jetzt hier gerade aus meinem spannenden Akt... Ich behaupte immer, er wollte nur Bescheid sagen, dass er fertig ist. Das könnte sein. Mein spannender Akt des Wände durchschlagens. Ich habe mir eigentlich gehofft, ich finde jetzt hier gerade ein schönes Dungeon oder irgendwie sowas, aber es klappt einfach nicht. Deswegen prügel ich mich einfach hier stumpf durch Wände. Habt ihr davon? Vielleicht finden wir aber ja irgendwie einen Dungeon und dann noch ein paar Sättel, dann können wir doch mal ein paar Pferdchen holen. Schreibst du ihm gerade das so kompliziert, wie ich sie gesagt habe, oder was? Sie haben Yui was geschrieben, aber er kann gerade nicht nachsehen. Bitte geben Sie die Nachricht an mich weiter, ich werde es dann in Wälde weiterleiten. What the fuck? Vielleicht bin ich deine Sekretärin. Ja. Ich gebe jetzt immer deine Nummer weiter. PS, Blowjobs kosten extra. Boah, ist okay. Musst ja auch irgendwo von leben, ne? Ja. Geht ja von Kaffee kochen nicht. Ja, hallo, also von so einem scheiß Kaffee, also bitte, ein Kaffee, da kannst du nicht von leben, ne. Auf keinen Fall. Auf keinsten, Digga. Ich höre Zombies. Oh, ich hab grad eine total geile Idee. Aber dafür brauche ich wirklich jetzt wieder Materialien erstmal. Ich höre Lava, schockierend. Hallo, ich bin das Lava-Monster. Wollte nur mal schnell Bescheid sagen. Ja, okay, ja, fertig mit Download, passt. Wollte mal schnell Bescheid sagen. Ich bin jetzt da. Und es brennt. Dann sollten wir nachher mal gucken, dass wir da noch ein bisschen zum Spielen kommen. Ja, das ist ja jetzt hier unwichtig. Ja, hallo, ja, aber wir haben nicht vor, irgendwas anderes zu spielen. Wir spielen den ganzen Tag Minecraft. Ja, natürlich. Moment. Tut mir leid. Diese Aussage war natürlich falsch. Hallo Jungs und Mädchen. Das ist natürlich geschlechtsspezifisch, ist das natürlich nicht okay zu sagen, nur Jungs. Ne? Hallo ihr da draußen. Da. Humanoides Leben, dass ihr dieses Video seht. Hallo. Fühlet euch geehrt, dass seine große Heiligkeit Alpha Centauri der Dritte ach, der euch, schon wieder. Euch mit seiner Anwesenheit beehret. Alpha. Oh Mann. Ich weiß nicht, was gerade mit mir los ist. Was ist denn den Scheiß her? Das weiß ich auch nicht. Ich frag mich gerade, woher der Song ist, der hier gerade läuft. Ich weiß es nicht. Nee, ich auch nicht. Denn ich höre ihn nicht. Leider. Wir wissen heute viel nicht. Ja. Wir sind ganz schön doof, oder? Ja, du besonders. Ganz schön peinlich eigentlich, so doof zu sein, wie wir es sind. So, das macht man so. Oh Gott, ey, ist das ekelhaft. Mir tropft der Schweiß von den Haaren ins Genick. Das ist, bah. Ih, er schwitzt. Ja, tut mir leid, aber es kommt vor, wenn es warm draußen ist. Glaubt man zwar nicht, aber ja, das habt ihr bestimmt auch. Er zeigt mit dem Finger auf ihn und lacht. Hahaha, er schwitzt, das ist ja voll ekelig. Ja, ich habe auch Fußpilz. Fußpilz. Ja, und Fußkäse habe ich auch. Pfui, wird immer schlimmer. Und einmal im Ferienlager, ne, da ist auch was passiert, aber das erzähle ich euch nicht. Da hat der Fußpilz. Ne, da habe ich ihn bekommen. Und in der Dusche, da musste ich die Seife aufheben. Ah, jetzt habe ich es doch erzählt. Das war eine Falle. It's a trap. Welcher war das eigentlich? Episode 1, oder? Nein, das war irgendwie 4 oder so, 4 oder 5. War das nicht dieser Fischmenschentyp? Ja, aber der kam ja viel, viel später vor. Nee, dieser Fischtyp war in Episode 1. Nein. Doch, klar. Nein. Doch, klar, Leute. Hier, nein. Ihr dürft mir jetzt nicht in den Rücken fallen, ihr wisst es doch auch genau. Du hast keine Ahnung. Das ist in einer der älteren Filme. Nein, dieser ich bin in Lava gefallen, ich bin tot. NP. Grats. Oh. Enrage. Heute ist echt nicht mein Tag irgendwie. So, okay, also habe ich ein bisschen was verloren. Das ist natürlich leicht ärgerlich, aber egal. Falltüren, Trapdoors. Ja, da ist der Creeper im Haus. Machst du die Monster bitte aus? Moment, Sekunde, ich muss gerade. So,
Ja, ich muss mir die Befehle merken, ne? So, ist aus. Sehr gut. So, das ist natürlich scheiße. Jetzt waren wir da die ganze Zeit umsonst. Ich könnte auch einen Game Mode umstellen, ne?